Die Formel 1 gastiert zum Saisonhighlight im Fürstentum. Aber auch während des Monaco Grand Prix müsst ihr nicht auf ein Q&A verzichten. Heute beantworten wir unter anderem: Gelingt Daniel Abt der Sprung in die Formel 1? Kommt Pascal Wehrlein noch einmal zurück? Und was wurde aus all den Traditionsstrecken? Hallihallo, liebe MSM-Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer weiteren knackigen Q&A-Runde, diesmal mit Robert und mir. Hallo. Wir haben viele schöne Fragen für euch, wo es mal nicht um die Formel 1 geht. Da kann man jede Woche dasselbe drüber quatschen. Heute haben wir was anderes, und zwar Formel E, DTM, alles mit dabei, auch ein bisschen Formel 1. Und ich lege jetzt einfach mal mit der ersten Frage los. Schieß los. Das ist genau das Richtige für dich. Und zwar, Kevin Kiesling fragt: Schafft Daniel Abt noch den Sprung in die Formel 1 und was traut ihm in der Formel E zu? Genau, ja, also Flo, ich komme gerade aus Berlin von der Formel E, Heimspiel und Heimsieg von Daniel Abt, sein zweiter in dieser Saison, und der Daniel ist jetzt vierter in der Gesamtwertung. Gesamtwertung der Formel E, naja, das wissen ja viele noch nicht so richtig, deswegen erwähnen wir es nochmal. Der Daniel ist also inzwischen echt richtig gut in der Formel E dabei, denke ich, kann man so sagen. Und die Frage ist aber eben: Schafft er den Sprung in die Formel 1? Naja, und da müssen wir uns ja erstmal fragen, eben, will der überhaupt den Sprung in die Formel 1 schaffen? Man, Daniel ist seit dieser Saison Audi-Werksfahrer, ja, und der Junge ist erst 25 Jahre alt, aber ausschließen kann man natürlich nichts. Aber würdest du sagen, dass es einer für die Formel 1 ist unter dieser Konstellation? Also ich denke, er würde auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ich glaube, keiner aus der Formel E oder von sonst wo würde zur Formel E Nein sagen, ich Formel 1 nicht. Nein sagen. Ja, man wartet ja so ein bisschen auf den ersten Fahrer, der es vielleicht von der Formel E in die Formel 1 schafft. Felix Rosenqvist ist ja eigentlich immer so ein heiß gehandelter Kandidat, weil er ein ziemlicher Allrounder ist. Aber Daniel Abt, da müsste irgendwo die Connection, man weiß es nicht, wenn vielleicht echt Porsche in die Formel 1 einsteigt oder so, ob sich dann noch eine Tür öffnet. Auch dann wird er noch erst in seinen, ja, mit Spätzwanzigern sein, auch nicht zu spät. Ich meine, letztendlich so ein Formel 1 Debüt, da gab es auch schon andere Fahrer, die das noch im fortgeschritteneren Alter gemacht haben. Ich meine, ganz früher so ein Damon Hill, der war schon 33 oder so. Kann man schon noch was machen. Aber die Frage ist natürlich, führt ihn seinen Weg dahin? Ich denke mal, sein Hauptziel wird jetzt sein, es war ja auch nicht ganz klar, dass er in der Formel E, ob er da besteht. Ja. Absolut. Und dieses Jahr besteht er absolut. Und ich denke mal, bevor der da keinen Titel geholt hat, wird er da vielleicht auch gar nicht weggehen wollen. Genau, richtig. Ich meine, der Daniel ist ja bei Audi super aufgestellt. So, Audi hat ein großes Motorsportprogramm. Der wird im Moment relativ wenig Ambitionen haben, in die Formel 1 zu kommen, möchte ich mal behaupten. War ja schon mal im Umfeld. Ist ja damals schon mal GP2 gefahren, aber mit ein bisschen weniger Erfolg. Ne? Auch nicht das beste Team gehabt. Den Namen erwähnen wir jetzt mal nicht. Von daher, ja, möglich ist alles, aber Daniel Abt in der Formel 1 sehen wir aktuell nicht. Da gibt es aber noch eine zweite Frage: Was traut ihr ihm in der Formel E zu? Da darf ich was zu sagen, ich bin bei den meisten Formel E-Rennen ja vor Ort, glücklicherweise. Ich traue dem Daniel sehr, sehr viel in der Formel E zu. Er hat jetzt schon, wie gesagt, 2 Siege, ist gut dabei, sitzt in einem der besten und schnellsten Autos, dem Audi. Die hatten am Anfang der Saison ein bisschen Probleme, ein bisschen Pech gehabt. Aber für die weitere Zukunft zähle ich den Daniel ganz klar zu den absoluten, absoluten Titelkandidaten in der Formel E. Ganz klar, ja. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Also alle Formel E gucken, wenn ihr wissen wollt, was das Daniel Abt wird. Richtig so. und dann gehen wir zur nächsten Frage. Geht um den nächsten deutschen, ja, Nachwuchsfahrer ist er eigentlich nicht mehr, aber immer noch sehr jung, sogar noch jünger als Daniel Abt. 23, ja. Und zwar, Eddie China fragt: Wird Pascal Wehrlein nochmal die Chance in der Formel 1 bekommen? Denn er hat mit Sauber ja eine Mega-Leistung hingelegt. Ja, die Leistung in den Underdog-Autos und in den, also im Mittelfeld war es ja nicht mehr, es waren ja eigentlich Hinterbänkler-Autos. Mainer und Sauber, die waren ja wirklich gut. Am Ende hat es halt bei Sauber dann nicht mehr zu Vertragsverlängerungen gereicht, weil halt vor allem Ferrari da absolut, ja, sich mehr involviert hat. Aber jetzt natürlich die Frage von der DTM nochmal zurück in die Formel 1. Was glaubst du? Du, also ich glaube, schaffen kann der Pascal es auf jeden Fall. Ich meine, der ist 2 Jahre ja auch in der Formel 1 gefahren. Immer, wie gesagt, mit dem schlechtesten Team. Das muss man dazu erwähnen. Hat gegen die Teamkollegen zum Großteil gut bestanden. Am Ende gegen den Eriksen, glaube ich, wurde es ein bisschen enger eben. Dann war es nicht mehr ganz so dominant. Aber alles in Ordnung. Und ja, ist die Frage, ob es wieder zurückschafft. Ich meine, Formel 1 dürfen wir nicht vergessen. Da geht es um ein bisschen mehr als um den reinen Speed. Da ist auch eine Menge Geld und eine Menge Politik mit involviert. Und er hat noch den Support von Mercedes, aber Mercedes hat da ja auch 2 Fahrer im Auto, die jetzt auch nicht so einen schlechten Job machen.
ob er nochmal bei einem Kundenteam von Mercedes unterkommen wird, so wie jetzt bei Mano zum Beispiel. Kannst du dir das vorstellen? Force India oder sowas in der Art? Also eigentlich unwahrscheinlich bei Force India. Das hat ja schon damals nicht geklappt. Da hat er ja gegen Ocon den Kürzeren gezogen. Ja. Die haben halt verglichen, haben dann, wie soll ich sagen, die haben sich halt bewusst für Ocon entschieden, weil die halt da mehr Potenzial gesehen haben. Deswegen bei Force India denke ich keine Chance. Und bei Williams, da braucht man glaube ich nicht drüber sprechen. Also da wird, glaube ich, außer den beiden Paydriver, die da jetzt sind, erstmal eine ganze Weile keiner mehr fahren. Naja, der Sirotkin-Zug, der ist, glaube ich, erstmal abgefahren da. Ja. Also, die haben ein bisschen mehr Geld. Also vom Talent her, glaube ich, würden wir beide es dem Pascal eh wieder zutrauen. Er hat es schon bewiesen. Würdest du ihn gerne nochmal in der Formel 1 sehen? Auf jeden Fall. Also fahrerisch hat er die Chance auf jeden Fall verdient, nochmal Formel 1 zu fahren, muss man sagen. Der hatte nie eine reelle Chance, irgendwo zu zeigen, was er wirklich kann. Also zumindest mal so ein Mittelfeldauto, ein konkurrenzfähiges Auto zu fahren, wie einen Haas oder McLaren oder sowas, hätte er schon verdient. Haas, der Günther Steiner, war ja auch immer ein ziemlich großer Fan von Pascal Wehrlein, der hat ja immer von dem geschwärmt, im ersten Jahr bei Maynard noch. Aber auch da, die sind mit ihren Fahrern eigentlich ganz zufrieden, obwohl Grosjean gerade ein bisschen auf dem Holzweg ist, trotzdem stehen voll hinter dem. Magnussen ist da richtig gut drauf im Moment. Ein Gerücht gab es ja letztens, weil der Brandon Hartley bei Toro Rosso sich so ein bisschen schwer tut, ob der Wehrlein das Auto vielleicht bekommen könnte. Da hat der Marco aber gesagt, ist jetzt noch kein Thema. Der Helmut Marco, genau, der Motorsportberater von Red Bull, ja. Ja, jetzt noch kein Thema halt eben, weiß es nicht in Zukunft. Also sagen wir mal so, wenn der Pascal jetzt eben wirklich dieses Jahr nochmal DTM-Champion wird, er ist ja schon der Jüngste in der Geschichte eben vor 2 Jahren geworden, das wird mit Sicherheit seine Chancen steigern, es nochmal in die Formel 1 zu schaffen. Ich meine, DTM ist immer noch eine gute Reputation. Das wird nicht ganz leicht dieses Jahr, aber der ist im Moment, ich glaube, sogar geteilter Dritter in der Gesamtführung. Also der war jetzt in Lausitzring, da war ich ja auch gewesen, nach meinem lustigen Monsterwochenende mit Berlin und Lausitzring, ist er wieder zum ersten Mal aufs Podium gefahren. Und ich habe mit Pascal ein bisschen gesprochen und er meinte, er war selbst überrascht, wie schnell er sich wieder in der DTM eingefunden hat. Damals waren es noch andere Autos, gab jetzt wieder ein neues Aero-Paket und was weiß ich, neue Regeln, Indycar, Safety, Restart, alles auf der Welt. Ne? Und er war da von Anfang an eben wieder richtig gut dabei gewesen. Von daher, ja, hol den DTM-Titel, Pascal, und dann mach die Resta-mäßig vielleicht, geht's wieder zurück in die Formel 1. Schauen wir mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Und im Moment würde ich sagen, ist er auf jeden Fall die Nummer 1, wenn es darum geht, wenn irgendwo ein Fahrer ausfällt, irgendwo, weil wenn da nicht politisch irgendwas im Weg steht, klar, es gibt sicherlich Autos, die als Mercedes Junior vielleicht nicht fahren kann, aber wenn irgendwo einer sich mal was bricht oder so oder irgendwo ausfällt aus irgendeinem Grund, glaube ich schon, dass viele den Wehrlein auf dem Zettel haben. Du, vor allem, das haben wir gar nicht erwähnt, er ist ja eben auch noch aktueller Test- und Ersatzfahrer und Entwicklungsfahrer oder wie man es immer heute nennt, bei Mercedes eben, bei den Silberpfeilen der Formel 1. Also der ist ja, ich glaube, bei der Hälfte aller oder bei allen Europa-Rennen, glaube ich, reist er mit dem Team mit, richtig? Das heißt, er ist in diesem Zirkus drin. Das ist natürlich unglaublich wichtig eben für einen Fahrer, immer dabei zu sein. Und noch ein interessanter Punkt, die kennst du auch ganz gut, die japanische Superformula. Die Geschichte hatten wir exklusiv aufgedeckt, dass der Pascal eigentlich sehr gerne DTM und Superformula dieses Jahr fahren wollte. Das ist eine sehr schnelle japanische Rennserie, schnelle Autos, da gibt es einen Reifenkrieg, also das sind Performance-Autos, kann man sagen. Die sollen sogar den Formel-1-Autos theoretisch näher kommen als die Formel-2-Autos, sagt man so, ne? Immer ein bisschen, naja. Und der Pascal hat uns gesagt, er wäre diese Serie sehr, sehr gerne gefahren, aber am Ende, naja, hat man sich darauf geeinigt, wie es so schön in der Motorsport heißt, dass er eben nur sich auf die DTM konzentriert. Da sieht man also seine Ambitionen eben, der will in die Formel 1. Der sagt auch ganz klar, ich will wieder in die Formel 1, wenn es geht. Er muss sich ja irgendwas suchen, DTM, Mercedes steigt ja aus der DTM. Ja. Ja? Die Alternative ist Formel E, dann mit Mercedes. Aber wenn der Formel 1 fahren kann, dann wird er es auf jeden Fall machen, klar, logisch. Gut, genug zu Wehrlein erstmal. Genug zu Wehrlein. Kommen wir zur dritten Frage, und zwar Peto-User Dono fragt, was würdet ihr von der Idee halten, die Autos nur mit kalten Reifen rauszuschicken, wie in der DTM? Oioioi, schieß ja, los. In der Formel 1 würde ich sagen, das könnte eine ganz spektakuläre, coole Sache werden. In der DTM sieht man es ja, wenn da einer irgendwo Undercut, Overcut irgendwas versucht. Die erste Runde ist immer sehr heikel, selbst so Pros wie der Ekström letztes Jahr in Sandford, das Auto erstmal ins Kiesbett gefahren. Absolut, auf dem kalten Reifen, das ist schon eine Challenge und da kann ein Fahrer auch nochmal einen Unterschied machen, weil manche können es besser, manche nicht so gut den Reifen auf Temperatur bringen.
Natürlich müsste man in der Formel 1 wirklich schauen, also Pirelli müsste sich an die Mischung was machen, dass man die nicht mehr vorwärmen muss, dass man die warm fahren kann dann. Mit den aktuellen Formel 1 Reifen von Pirelli sage ich, die kommen ungefähr bis zur Boxengassenausfahrt, wenn die Dinger nicht vorheizen könnten und würden dann irgendwo in der Mauer landen oder die Dinger würden platzen. Also wie du eben richtig sagst, da müsste man natürlich ganz spezielle Mischungen herstellen. Die Frage ist natürlich, will man das überhaupt? Will man denn keine Reifenwärmer mehr in der Formel 1 haben? Die gab es ja im Prinzip immer in den letzten 30 Jahren, oder? Ja, also seit die Technologie eingeführt wurde, war die eigentlich immer da. Ich meine, man hat sich dann gewöhnt, es gehört dazu. Es ist ein Kostenfaktor auch und auch, wo jetzt in der Formel 1 mittlerweile nicht mehr der größte, früher hat es noch einen größeren Unterschied gemacht. Richtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt in der Formel 1 ein Standard. Aber wenn es jetzt zur Verbesserung der Show sich überlegen würde, die abzuschaffen, ich denke, das könnte eigentlich eine ganz coole Sache sein. Die Indycars haben sie ja zum Beispiel auch nicht. Also es gibt viele hochklassige Serien, wo es halt nicht gemacht wird. Und das kann auch was durcheinander bringen. Da kann schon mal was passieren. Gerade wenn ein Fahrer unter Druck steht, wenn der irgendwo aus der Box fährt und will unbedingt was reißen oder irgendeinen Undercut anbringen, irgendwas machen, das kann auch mal in die Hose gehen. Also die Leute sagen immer, die Fahrer sollen mehr Verantwortung bekommen, es soll mehr Fehler sollen bestraft werden oder es soll mehr, mehr auf den Fahrer ankommen, der Fahrer soll eine größere Rolle spielen und das würde in dem Fall auf jeden Fall. Das mit Sicherheit. Und es mag ein bisschen komisch klingen, weil ich bin ja DTM-Fan und mag ja diese ganzen Tourenwagen-Geschichten. Ich widerspreche dir da nicht in einem Punkt, aber ich würde sagen, ich möchte weiter Reifenwärmer in der Formel 1 haben. Ich sag dir warum. Formel 1, das sagt man immer so schön, Pinnacle of Motorsport eben. Und das ist für mich irgendwie Ingenieursport. Da will ich diese komischen Spiegel am Ferrari-Halo sehen und irgendwelche verrückten, was weiß ich, Diffuser-Aufbausen hinten. Auf den Fahrer kommt es da eh irgendwo an. Und ich glaube nicht, dass da dieses Reifenmanagement in diesem Extrem den Unterschied in der Formel 1 machen muss. Ich glaube, das muss irgendwo auch noch ein bisschen so dieser Ingenieur, eben dieses super Motorsport-Ding sein. Aber interessant wäre es mit Sicherheit mal zu sehen. Ja, so, weiß ich nicht, so in Baku irgendwo, raus aus der Box, direkt hinten auf die Gerade rauf. Keine Ahnung. Also ich würde es mir gerne anschauen, aber ich glaube, das wird wohl in den nächsten 20 Jahren nicht kommen, oder? Muss man abwarten. Ich meine, von Liberty Media ist ja alles zuzutrauen. Oh, das stimmt, Für die Spannung so, da haben die schon richtig Bock drauf. Also. Wie wäre es denn mit drei Reifen zum Beispiel zu fahren? Man darf sich dann mal aussuchen, wo man keinen Reifen benutzt. Ist auch ein Spannungselement. Ja, wie gesagt, den Amis traue ich einiges zu. Du, und die kennen auch. Das aus ihren Rennserien auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob es in der NASCAR welche gibt. Da haben wir jetzt gerade nicht den richtigen Ansprechpartner hier. In der Indycar weiß ich es, da gibt es das nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, zum Thema Spannung wäre es zuträglich. Also könnte man schon überlegen. Bin gespannt, was die User davon halten werden halt eben. Ne? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir müssen ja drauf aufmerksam machen, dass wir hier dieses Engagement haben. Also bitte, schreibt es uns in die Kommentare. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, Tim Gerin fragt, es ist ja allgemein bekannt, dass die Fahrer in der Formel 1 nicht schlecht verdienen. Aber wie viel verdienen die Fahrer in der Formel 2 oder der Formel E? Eieiei, die Geldfrage. Die Geldfrage, ja. Flo, wie viel verdienst denn du? Angemessen. Liebe Grüße an unsere Geschäftsführung. Wir verdienen angemessen. So, ich fange einfach mal an mit Formel 2. Formel E, kannst du gleich was zu sagen? Mhm. Also in der Formel 2 ist es ja mal so, es gibt ja keine Werksengagements. Das heißt, jedes Cockpit, was da ist, ist im Prinzip von den Fahrern bezahlt. Die Teams lassen sich halt ihren Einsatz da bezahlen. Es sind also alles quasi Paydriver, die halt auf dem Weg in die Formel 1 dann sich, und das ist in allen Nachwuchsserien so, ob absolut. Das jetzt Formel 4 ist oder Formel 3. Die Fahrer bringen ja das Geld mit, kriegen dann ihr Cockpit. Es gibt hin und wieder so Fälle, wo ein Team vielleicht einen Fahrer hat, der richtig viel löhnt für sein Cockpit und da haben sie ein zweites Cockpit frei, was sie dann halt auch mal einem Fahrer wie Roberto Meri, der sehr erfahren ist, der fährt auch dieses Jahr wieder Formel 2, der wird dann möglicherweise nichts dafür bezahlen oder weniger als andere Fahrer. Aber wenn ich ganz kurz einhaken darf. Wir reden ja oft darüber, das ist natürlich ein großes Thema bei uns. Aber ich glaube, für die User draußen, da ist das noch gar nicht so richtig angekommen, was denn teilweise dafür Summen fließen in der Formel 2. Da zahlst du für ein halbwegs gutes Cockpit, da geht es ab einer Million los. Ab einer Million bis zu 1,5 Millionen aufwärts. Wir haben das schon mal im Q&A ein bisschen auseinandergenommen, was man so alles zahlt in Nachwuchsserien. Aber ganz wichtiger Punkt von dir, wenn du einen dieser Top-Pay-Driver hast, ja, da gibt es Menschen von Kentucky Fried Chicken und die kuriosesten Geschichten, dass sich diese Teams eben dadurch leisten können, einen wirklich, wirklich talentierten oder auch etablierten Fahrer ins zweite Auto zu setzen, damit zum Beispiel der Reiche, sage ich jetzt mal doof,
von dem Guten eben lernen kann. Ja, Data Sharing halt eben, die tauschen sich ja aus. Also ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst eben. So funktioniert es oft im Motorsport. Wahnsinn eigentlich, oder? Naja, wie gesagt, Gang und Gäbe ist nie, selbst in der Formel 4 gibt es das. Dass einer sich das, wenn die das drei Autos haben. Das geht bei 15-Jährigen los, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber es ist halt so. Ja. Es ist halt so. Und wir sprechen es an. Und früher war es halt ganz anders. Wenn man überlegt, in den 80ern, da gab es ein BMW-Nachwuchsprogramm, was in der Formel 2 gestartet ist. Da haben die Fahrer natürlich auch ein Gehalt bekommen. Oder halt ganz, ganz früher sogar, wenn Jackie Stewart oder Jim Clark, wenn die für Lotus dann oder für ihre Teams halt Formel 2-Rennen gefahren sind, haben die natürlich Antrittsgelder bekommen. Aber die Zeiten, also dass das, wie soll ich sagen, bezahlter Profisport ist, diese Nachwuchsserien, das ist schon lange, lange vorbei. Motorsport ist einfach zu teuer geworden. Der Formelsport ist zu teuer geworden, das können wir auch immer nur sagen und wir hoffen und wünschen uns, dass es irgendwann eine Wende geben wird, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema irgendwo, ne, aber ja. Formel E haben wir noch. Genau, Formel E haben wir noch. Ah, was verdienen die Leute in der Formel E? Ja, das, also Gehaltschecks habe ich jetzt noch keine gesehen. Ich möchte mal behaupten, dass es den Herren Degrassi und Heidfeld grundsätzlich eh finanziell ganz gut geht, weil sie früher in der Formel 1 eben gefahren sind. Hier ist ein kleiner Besonderfall vielleicht, denn in der Formel E fahren eben schon relativ viele Hersteller, ja, Herstellerteams. Zum Beispiel Jaguar ist da vertreten, das sind in Renault, in Audi, ja. Und die beschäftigen in dem Fall Werksfahrer, wie das so schön heißt, ne? Das kennt man vielleicht von 24 Stunden Nürburgring. Werksfahrer haben den schönen Vorteil im Motorsport, die werden dafür bezahlt, Rennen zu fahren. Und nicht, wer fährt, der zahlt. Es ist eben andersrum. Ja? Wer fährt, der wird auch dafür bezahlt. Schön eigentlich. Von daher, ja, die Fahrer in der Formel E, die meisten, die bei Werken angestellt sind, die werden mit Sicherheit auch dafür bezahlt werden, angemessen. Wobei ich glaube, dass das nicht diese Millionengehälter sind, die ganz gerne mal so in den Raum geworfen werden. Ne? Du kennst, also ja, er ist Rennfahrer, er wird bestimmt 5 Millionen verdienen. Nee. Die Zeiten sind auch da vorbei. Also so ein Werksfahrer mit einem, ich sag mal, sechsstelligen Gehalt, ne, wir wollen nicht ganz genau ins Detail reingehen, ein Fahrer mit einem sechsstelligen Gehalt, der ist schon mal ganz gut dabei im Jahr auf jeden Fall. Ja, doch. Also da musst du aber auch schon ein bisschen was geleistet haben. Ja. Und dazu noch zu sagen, die Fahrer in der Formel 1 verdienen auch nicht alle Geld. Nee, absolut. So ein Eriksen, der zahlt auch nur für sein Cockpit. Ja, der kann natürlich gut leben, halt, eben, weil ein Teil der Sponsoring-Kohle halt eben hingeht. Aber er selbst wird ja nicht von Sauber jetzt bezahlt, Rennen zu fahren halt eben. Ne? Kriegt vielleicht Punkteprämien oder sowas, aber möglicherweise kein Fixgehalt oder so wie in Hamilton bei Mercedes. Richtig, ja. Kommen wir zur nächsten Frage, eine etwas längere Frage. Und zwar, Endua fragt, was ist eure Meinung zu den Traditionsstrecken? Einerseits finde ich sie ja gut, weil es eben auch in der Berichterstattung mehr zu erzählen gibt. Andererseits liefern sie häufig recht langweilige Rennen. Das letzte durchweg spannende Rennen in Barcelona war 2012, davor war ich noch nicht einmal geboren. Es gibt dieses neue Jugenddatenschutzgesetz. Wenn du S6 bist, dann schalt jetzt bitte weg. Da muss ich mal aufpassen. Nein, ich glaube, er oder sie meint, das letzte Rennen in Barcelona, was spannend war, vor 2012. Das wird lange her gewesen, ne? Ja, meiner Meinung nach war auch das letzte spannende Rennen in Hockenheim 2001. Also auch durch den Wald ging, ja. Ja gut, Barcelona, muss man ganz ehrlich sagen, ist eigentlich so immer mit die langweiligste Strecke in der Formel 1 gewesen. Das ist halt so. Ist so, ne? Ja. Da zählen auch andere dazu. Ich meine, Monaco, wenn man ehrlich ist, wenn es dann nicht regnet, da haben wir ganz fürchterlich langweilige Rennen schon gesehen. Aber Monaco wird trotzdem nie jemand streichen. Ungarn genauso. Ungarn gab es auch schon ganz totlangweilige Rennen. Voll, ja. Aber letztendlich Traditionsstrecken, wenn wir es jetzt mal so sehen, von den neuen Strecken ist auch nicht jede so spannend wie Baku. Und das ist ja auch nur quasi der Streckencharakteristik geschuldet. Also ich versuche immer noch diesen Kern der Frage rauszufinden, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, die User haben inzwischen das auf den Trichter bekommen, wenn sie einfach unglaublich viel schreiben, dann werden sie auch noch länger erwähnt. Vielleicht ist das hier der Trick von Endura. Falls nicht, dann entschuldige bitte. Also es geht um Traditionsstrecken, wie ich das jetzt hier verstehe. Die bringen langweilige Rennen, also weiß ich nicht. Da sag ich Monza, da sag ich Spa. Das sind doch Traditionsstrecken. Silverstone, also das sind doch die spannendsten Rennen im Kalender. Ja, also einige davon sind einfach super, muss man sagen. Andere sind traditionell halt auch nicht spannend. Wie gesagt, da gibt es halt die paar in der Formel 1, wo man sagen muss, wenn da kein unvorhergesehenes Ereignis passiert, wie Wetterchaos oder so oder ein Safety Car, dann kann das halt mal unspektakulär werden. Der Kollege hat hier noch Hockenheim erwähnt, 2001 das letzte spannende Rennen. Ich bin ja grundsätzlich ein Hockenheim-Fan, ich bin noch ungefähr gefühlt 40 Mal im Jahr da, nur 4 Stunden Autofahrt von München aus. Aber sag doch mal, da kennst du dich nämlich sehr gut aus, fandest du früher die alte lange Strecke durch den Wald durch Hockenheim geiler oder jetzt eben das
ja, seit ein paar Jahren eben bekannte Layout. Was ist deine Meinung dazu? Ein paar Jahre sind auch schon 16 Jahre. Ja, 2002. Ja, wir werden alt. Ja, ja. Wir sind nicht Endura. Ja. Ja, Hockenheim muss man sagen, die alte Strecke hat natürlich einen ganz eigenen Charakter gehabt. Da muss ich sagen, da habe ich auch, ich habe 96 angefangen Formel 1 zu gucken. Das heißt, ich habe da auch dann nur, auch nicht, also den Großteil meiner Zeit habe ich auch auf neuen Hockenheim-Ringen gesehen, die Rennen. Die alte Strecke hatte, wie gesagt, einen ganz unverwechselbaren Charakter und das war natürlich geil, wenn die da im Wald verschwunden sind und mit dem brachialen Sound zwischen den auf den Waldgraden da lang gebrettert sind. Ja, es war materialmordend. Es gab damals, ich weiß, Gerhard Berger 96 in der letzten oder vorletzten Runde in Führung linken Motorschaden gehabt. Es gab natürlich da diese Dinger, aber so jetzt die richtig krassen Windschattenschlachten oder sowas gab es da in Hockenheim damals dann auch nicht immer. Also wenn da irgendwo ein Team dominant war, sind die auch vorne weggefahren, wie auf jeder anderen Strecke auch. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass der Hockenheimring vom Layout der alte, dass der besser war als der neue. Im Gegenteil, beim neuen ist es so, man hat mit der Spitzkehre eine super Überholmöglichkeit. Die Strecke ist für Zweikämpfe richtig geil. Ich kann mich daran erinnern, 2002 war ich damals vor Ort bei dem ersten Rennen und der Räke und der Montoya, die haben sich richtig gegeben. Das ging richtig ab. Und da muss man sagen, das hätte man auf der alten Strecke nicht gesehen. Also von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass der neue Hockenheimring, er hat nicht den Charakter des alten und es ist, finde ich, sehr schade, dass der alte, wie soll ich sagen, dem grünen Daumen zum Opfer gefallen ist. Der wurde ja weggemacht, da sind ja mittlerweile ist ja wieder Wald. Finde ich schade, dass man den nicht erhalten hat. Eigentlich eine Straftat. Also finde ich es wirklich schlimm, weil es war eine Traditionsstrecke. Eigentlich so ein bisschen, jetzt natürlich nicht so legendär wie die Nordschleife, aber schon mit einer reichen Geschichte und wie gesagt unverwechselbar. Und ich finde es schade, dass er weg ist. Aber den kriegen wir nicht wieder. Ja, und wie gesagt, der Neuhockenheimring, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Also ich finde ihn eigentlich für die Formel 1 ist er eigentlich eine wirklich gute Strecke. Ja, und für alles andere auch, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Lass mich mal eine Frage vorlesen. Ein Herr Gieskauer fragt, glaubt ihr, dass die F1 in Zukunft nach Imola zurückkehrt? Gibt es Gespräche oder Überlegungen? Flo, gibt es Gespräche oder Überlegungen? Also es gab 2016 Gespräche. Imola ist ja, also die Strecke in Imola, die ist nach wie vor Formel 1 tauglich. Die ist jetzt sogar noch besser als damals, denn die letzte Schikane, die Variante Alta oder Variante Bassa? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall die letzte Schikane, die gibt es nur noch für die Motorräder. Und die Formel 1 Autos fahren halt von der zweiten Pirandello ist das, glaube ich, fahren die halt bis zur Tamburello, bis zur ersten Schikane, also Formel 1 Auto sage ich jetzt, die Autos, die fahren halt von dieser letzten Kurve bis zur Tamburello Schikane fahren die Vollgas durch. Das heißt, Imola muss man ja auch sagen, Traditionsstrecke war damals auch teilweise fürchterlich langweilig. Mit den Downforce-Monstern ist da gar nichts passiert. Alonso Schumacher, die haben sich zwar 2005, 2006 da schön gegenseitig gejagt, aber Angriff gab es da nicht, weil da war keine Geraden lang genug. DRS gab es damals nicht so. Wie gesagt, mittlerweile ist das besser. Also ich denke, Formel 1 könnte da jetzt spannendere Rennen liefern mittlerweile mit der langen Start- und Zielgeraden. Aber es gab ja, wie gesagt, 2016, da hat sich halt Imola bemüht um eine Formel 1-Rückkehr. Aber die Rechteinhaber, die Formel 1, hat dann halt mit Monster den Vertrag verlängert. Da hat Imola sich auch ganz schön aufgeregt, weil die da nicht so richtig berücksichtigt wurden. Die hätten halt schon gern irgendeine Rotation, irgendwas gehabt. Die wollten wieder zurück im Kalender. Aber das ist jetzt erstmal im Moment kein Thema, weil Monza hat den Vertrag und ich weiß es gerade nicht, wie lange. Ich glaube, die haben damals 3 Jahre oder so verlängert. Ja, das waren ein paar Jahre gewesen. Ja, also die sind auf jeden Fall, ich denke, nächstes Jahr auf jeden Fall noch fix. Und dann ab 2020 könnte es sein, dass da Italien Grand Prix wieder drüber gesprochen werden kann. Ja, ich gebe nur kurz meinen Senf dazu, sag halt eben am Ende, wer mehr zahlt, der kriegt halt den Zuschlag. Das war schon immer so unter Bernie und das wird sich auch unter Liberty eben nicht ändern, die ja auch ein bisschen um Geld schauen müssen. Also mir persönlich ist es auch egal. Imola ist geil, Monza ist irgendwie cool. Hauptsache, wie sagt man Imola oder Monza, Hauptsache Spanien oder sowas in der Art. Grüße an Lothar. Ja, ich glaube, viel mehr muss man da im Moment auch nicht sagen. Alles andere Spekulation, oder? Ja, so. Würde ich so sagen, ja. Eine Frage haben wir noch. CM Beule fragt, was ist eigentlich aus den alten Strecken geworden? Würde mich mal interessieren. Imola, Buenos Aires, AIDA, Manicur, in Klammern, hab ich geliebt, oder Sepang? Streckentalk heute. Jo, Imola hatten wir ja gerade schon. Mhm. Also wie gesagt, immer noch eine Top-Rennstrecke, aber Formel 1 relevant im Moment nicht. Buenos Aires ist ziemlich runtergekommen, also die erfüllt keinen Formel-1-Standard mehr. Da werden nur noch nationale Rennen gefahren, hier TC 2000 oder wie das heißt, diese argentinische Tourenwagen-Serie und ja, so Geschichten. Satz kurz zu Buenos Aires, da war ich vor 3 oder 4 Jahren, da war ich die Formel E ist da mal gefahren, aber eben, klar, nicht auf dem F1-Layout, ist ja richtig so. Du, Stadt ist schön, da gibt es gute Steaks. Und ich wollte eigentlich nur kurz was dazu sagen, jetzt kannst du weitermachen. Ja, also wie gesagt, Buenos Aires, da
Es wird ja wie bei fast jeder alten Strecke irgendwann mal gesagt, auch wir würden gerne wieder, dass Argentinien vielleicht wieder gerne in Formel 1 Grand Prix hätte, glaube ich auch, aber so wie Buenos Aires jetzt gerade aussieht, wird da wohl erstmal nichts passieren. AIDA, die sieht noch ein bisschen besser aus, da wird ja Super Formula und Super GT in Japan gefahren, was ja auch, wie soll ich sagen, von den Standards ein bisschen höher angesetzt ist als so eine nationale argentinische Tourenwagenserie. Also ich dachte, das wäre das Schiff. Auf dem wird Liberty Media wahrscheinlich auch gerne fahren, wenn sie könnten. Oh, klar. Ja. Ich würde es mir anschauen, ja. Ja, also wie gesagt, AIDA, da fahren die japanischen Serien drauf. Tourenwagen-WM ist da auch gefahren in den letzten Jahren. Ja, aber die war auch nur 2 Jahre im Formel 1-Kalender, 94, 95. Die war jetzt nicht so ein Traditionskurs oder sowas. Ja, dann Manicur, die ist immer noch topfit. Superbike fährt ja da. Aber man hat sich ja jetzt für Frankreich Grand Prix Rückkehr dann für Le Castellet entschieden. Richtig schlimm eigentlich, ne? Ich war vor ein paar Jahren mal in Paul Ricard. Wenn du da drüber fliegst, von oben siehst du so ein bisschen die Strecke. Richtig, richtig Parkplatz ist es auch, ne? Überall so mit Blau und Rot. Also das ist mehr Farbe als Asphalt in meinen Augen. Auslaufzonen bis rüber nach Grenze irgendwo. Bordeaux ist es da unten. Oder was haben wir gerade? Irgendwo Marseille, Bordeaux, die Ecke irgendwo, ne? Ich hätte die Formel 1 super gerne wieder in Manicur gesehen. Viel, viel lieber als Paul Ricard. Was sagst du dazu? Paul Ricard habe ich noch nie in Formel 1 Rennen gesehen. Deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer, das zu beurteilen. Es gibt ja diese ewig lange Mistral-Geraden, obwohl die da jetzt mit einer Schikane unterbrochen wird für die Formel 1. Richtig, ja. Aber dass da auch was an Action abgehen kann, könnte ich mir vorstellen. Man muss es abwarten vom Charakter her. Ja, sie ist halt, sieht aus wie ein Testgelände. Ist halt einfach so. Deswegen... Man muss es mal abwarten. Also ich will jetzt sie noch nicht so verfluchen, aber klar, so von mein Manicur hat schon so ein bisschen mehr Tradition, wobei halt Le Castellet auch in den 70ern, als das in der Formel 1 debütiert hat, ich glaube 72 oder 73, wo das war, war so mit einer der ersten modernen Grand Prix-Strecken mit Auslaufzonen, Curbs und so. Also die hat schon so einen Status. Wie gesagt, das war so eine richtig moderne Grand Prix-Strecke für damals schon. Ja, stimmt. Paul Ricard wird immer so ein bisschen heutzutage als Teststrecke abgetan, ne? Weil da sind auch Formel 1-Tests, Reifen- und Wassertests waren da schon gewesen, so. Aber natürlich hat Paul Ricard auch eine Geschichte, das stimme ich dir vollkommen zu, ja. Was haben wir noch? Sepang, ja gut, Sepang haben wir letztes Jahr vor ein paar Monaten erst noch gesehen. Ja. Schön neu asphaltiert, aber jetzt nicht mehr für die Formel 1. Mhm. Ja, Sepang war eigentlich eine coole Strecke, muss ich sagen, von den ganzen Tierke-Strecken. Es war so seine erste richtige eigene Strecke und muss ich sagen, fand ich immer, war eigentlich die coolste. Zustimmung. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die nochmal wiedersehen. Sie hat natürlich immer für coole Rennen gesorgt, gerade am Saisonanfang damals noch, weil es da öfter mal Wetterkapriolen gegeben hat. Mhm, nicht zu wenige, ja. Ja, aber wie gesagt, ich sehe da erstmal nicht, da drängen gerade so viele andere Austragungsorte, die in die Formel 1 wollen. Und die Liberty Media, die stehen auf irgendwelche Stadtrennen, die Miami und Kopenhagen, worüber die sich da... Berlin, genau. Die, also, dass die da nochmal nach Sepang zurückkommen, ich glaube, die fahren eher in Kuala Lumpur. Du, vielleicht auch Belgisch-Kongo, keine Ahnung. Ja. Nee, gut. Das war's. Das war die letzte Frage. Wenn ihr mehr Fragen habt, dann wie immer bei YouTube einfach in die Kommentare, was ihr wissen wollt, aktuelles Geschehen oder wie ihr auch heute gesehen habt, können wir auch über Geschichte viel erzählen. Über alles, was ihr wollt. Genau. Ja, und ansonsten auf der Website findet ihr natürlich wie immer alle Informationen auch zum laufenden Geschehen, dann Formel 1 Grand Prix Monaco, der jetzt dann ansteht. Motorsportmagazin.com, genau, richtig. Jawohl. Steht schön auf dem Mikro. Lesen, abonnieren, jawohl. Hier, genau, richtig. Und ja, würde ich sagen, sind wir jetzt für den Moment mal raus und sagen bis bald. Ciao. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer Motorsportmagazin.com.